Hallo, ich bin Juli und ich begrüße euch herzlich zu meinem Schauspiel-Update. Ich freue mich sehr, dieses Video endlich zu drehen. Ich habe mich vor einem Jahr an verschiedenen deutschen und österreichischen Schauspielschulen beworben, offensichtlich mit dem Traum dahinter, Schauspielerin zu werden. Ich habe auch über viele dieser Vorsprechen eigene Videos gedreht und immer ein Video einer Schule gewidmet. Dort habe ich ein bisschen genauer gezeigt, wie es dort aussah, wie mich die Leute aufgenommen haben. Ich habe ein paar Räumlichkeiten mitgefilmt und mir Mühe gegeben, das Thema des Vorsprechens ein bisschen zu entmystifizieren, in der Hoffnung, dass ich damit Menschen ein bisschen die Angst vor dem Vorsprechen nehmen kann und sie ermuntern kann. Und das ist auch das Ziel dieses Videos. Ich möchte heute nochmal ein bisschen gesammelter über den Schauspieltraum und das Thema Vorsprechen an Schauspielschulen sprechen. Und zum Schluss auch noch ein kleines Lebensupdate an diesen Erfahrungsbericht anknüpfen. Ich werde mir Mühe geben, das Video halbwegs chronologisch zu strukturieren, sodass ihr den Prozess gut nachvollziehen könnt. Und beginnen möchte ich gern mit der Entscheidung, also dem Punkt, an dem ich mich überhaupt entschieden habe, dass ich gern Schauspielerin werden würde und dass ich das gern probieren möchte. Zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits ein Semester lang Psychologie studiert. Und ich habe dieses Semester halbwegs genossen, aber immer mit einem sehr, sehr bitteren Beigeschmack, weil ich das Gefühl hatte, dass ich gerade sehr, sehr weit weg von dem bin, wo ich gern wäre. Und das war sehr belastend und ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr viele Personen, die ihren Beruf auf künstlerischer Arbeit fußen lassen möchten, erleben, dass sie vielleicht erst was anderes anfangen, was mehr vorgesehen war, mehr geplant war sozusagen und dabei diesen Drang verspüren, sich daraus rauszulösen. Und aber auch das schlechte Gewissen, weil sie es bisher nicht getan haben. Mir sind auch seither sehr viele Menschen begegnet, wenn ich ihnen erzählt habe, dass ich es versucht habe zumindest, die ein bisschen traurig geworden sind und gesagt haben, dass sie das auch total gern versucht hätten. Bei den meisten davon ist es im Übrigen noch lange nicht zu spät dafür. Das waren alles sehr junge und sehr talentiert wirkende Menschen. Und das sage ich deshalb, weil ich mir vorstellen könnte, dass einige von euch vielleicht auch solche Personen sind und sich ein bisschen verstanden und ermuntert fühlen können, wenn sie das hören. Naja, nach einem Semester Psychologie war mir jedenfalls klar, dass ich dieses Studium nicht zufrieden zu Ende bringen kann, wenn ich nicht wenigstens versucht habe, einen Schauspielstudienplatz zu bekommen. Und ich war absolut bereit dafür, hier alles abzubrechen und umzuziehen und was eben dazugehört, wenn man das versuchen möchte. Und habe mich riesig gefreut und dann erste Schritte eingeleitet, um mich ein bisschen vorzubereiten. Damit kommen wir auch schon zum zweiten Kapitel in diesem Video der Vorbereitung aufs Vorsprechen. Zum Zeitpunkt meiner Entscheidung habe ich mich enorm unvorbereitet auf das Vorsprechen gefühlt. Ich hatte recht viel Bühnenerfahrung. Allerdings nicht im Bereich des Theaters. Ich habe als Kind in der Oper gesungen und deshalb ja eben viel auf der Bühne gestanden, aber der Fokus lag, obwohl eine gewisse Bühnenpräsenz natürlich schon relevant ist und wir auch ein bisschen Schauspielunterricht hatten damals, lag der Fokus eben immer auf der Musik. Ich habe also versucht, ein bisschen Schauspielerfahrung noch zu sammeln, bevor ich das angehe. Ich habe Bücher gelesen, zum Beispiel das hier, ABC des Schauspielens von Gerhard Ebert. Ist ein cooles Buch, aber es hat nichts gebracht, was darüber zu lesen. Ich würde es nicht empfehlen. In meinen Augen ist das Einzige, was das bringt, Praxiserfahrungen zu sammeln, Theatergruppen beizutreten und sich unter Umständen eine Schauspiellehrerin oder einen Schauspiellehrer zu suchen. Ja, und dann habe ich überlegt, wo ich hier einen Schauspieler auftreiben kann. Und das ist auch ein bisschen witzig. Ich habe bei unserem lokalen und relativ renommierten Theater angerufen, mich da weiterleiten lassen, mein Anliegen erklärt und gefragt, ob irgendwer der BühnenschauspielerInnen Lust hätte, mir Unterricht zu geben. Ja, und das hat zu meiner großen Überraschung tatsächlich geklappt. Und nach einigen Tagen hat mir ein sehr charmanter Schauspieler von unserem Theater eine Nachricht geschrieben, dass ich gern vorbeikommen kann. Und dann bin ich 2 Monate vorher einmal pro Woche zu ihm gegangen. Die ersten Schauspielstunden meines Lebens, diese Privatstunden, waren mit die intensivsten Erfahrungen, die ich in meinem bisherigen Leben gesammelt habe. Ich habe das als so enorm persönlichkeitsfördernd empfunden, so vertrauensschaffend in Bezug auf den eigenen Körper. Ich habe neulich ein interessantes Zitat gelesen von Johannes Hepp, das ist ein Psychoanalytiker und Autor und er schreibt in seinem Buch Homo Digitalis, dass die Intuition des Menschen nichts anderes ist als ein Vertrauen in körperliches Bedürfnis und in körperlichen Wunsch und in dem Sinne lehrt Schauspielunterricht sehr viel Intuition. Ich denke auch, dass Tanzen sehr helfen kann. Insbesondere bei Personen, die es ein bisschen schwer haben, aus sich selbst herauszugehen und vielleicht oft klein bleiben, ist Tanzen, glaube ich, so ein Schlüssel dazu, dort Fortschritte zu machen.
Okay, dann jetzt zu den Vorsprechen selbst. Das ist natürlich der aufregendste Teil. Die Erfahrung war jedes Mal sehr positiv. Es war an verschiedenen Schulen unterschiedlich anstrengend. Es war auch unterschiedlich kommunikativ. Und es gab Schulen, an denen ich dachte, oh, hier würde ich wirklich sehr, sehr gern landen. Vor allem in Linz und in Hamburg habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und es gab Schulen, an denen mir die Atmosphäre ein bisschen kälter vorkam. In Salzburg zum Beispiel fand ich es ein bisschen unterkühlt. War aber natürlich nur mein persönlicher Eindruck, ist nur eine Tagesaufnahme, kann auch an mir gelegen haben. Grundsätzlich war es immer nett. Es macht richtig viel Spaß, man lernt enorm viel über sich selbst und man lernt, das ist wirklich auch ein großes Plus, man lernt wahnsinnig spannende Menschen kennen. Es ist mir oft passiert, dass ich in den Raum gekommen bin und jede einzelne Person in diesem Raum war einfach von Anfang an so spannend, dass der ganze Raum richtig vibriert hat von dieser Energie. Es war großartig und sowas ist mir noch an keinem anderen Ort begegnet als an Kunsthochschulen. Toll, also allein für die Erfahrung lohnt es sich. Die Vorsprechen sind aufregend und interessant, oft auch anstrengend. Es war auch spannend, da zu beobachten, wie unterschiedlich die Leute damit umgehen. Es ist teuer. Man muss halt an die ganzen Orte reisen, wenn der eigene Vorsprechtermin am frühen Morgen ist, unter Umständen halt auch immer Übernachtungen bezahlen. Die meisten Personen, die da sind, werden extern unterstützt. Ich habe den Sommer vor meinen Vorsprechen in einem Teilzeitjob gearbeitet, um das finanzieren zu können. Ich glaube, dass das nicht unbedingt notwendig wäre. Man hätte das viel günstiger machen können, aber ich wollte die Reisen in die verschiedenen Städte auch so ein bisschen ausschöpfen. Deshalb habe ich das gemacht und manchmal auch Freunde noch mitgenommen. Das war auch wirklich schön. Also ich blicke auf jede dieser Vorsprecherfahrungen so ein bisschen wie auf so einen Kurzurlaub zurück, aber das muss nicht sein. Man kann theoretisch, wenn man Glück hat und der Vorsprechtermin zum Beispiel am Nachmittag ist, auch morgens den Zug hinnehmen, abends zurück und weniger Geld ausgeben, aber man wird Geld ausgeben. Zumal die meisten Schauspielschulen auch noch einen Betrag um die 50 Euro herum für das Vorsprechen erheben, also sozusagen eine Prüfungsgebühr. Zumal die Tage in der Schauspielschule, wie ich das jetzt von anderen Personen höre, oft sehr lang sind. Man ist häufiger auch mal wirklich bis in den späteren Abend in der Hochschule zum Beispiel. Und es kann schwierig sein, daneben dann zum Beispiel auch noch einem Job nachzugehen. Ja, also wenn man das ehrlich beleuchten möchte, muss man das leider auch mit dazu sagen. Wofür diesen Wunsch in sich rumgären lassen, wenn wir es versuchen können. Ja, das war richtig cheesy, aber das war wirklich die Hauptlektion, die ich daraus mitgenommen habe. Es ist so wert, es zu probieren. Allein es probiert zu haben, hat mir schon so ein gutes Gefühl des Selbstvertrauens gegeben. Ich weiß jetzt einfach, dass ich mich darauf verlassen kann, dass ich mir zuhöre, meine Träume erkenne und mein Bestes gebe, sie zu verfolgen. Das ist ein unbezahlbares Gefühl, das ich vor den Vorsprechen nicht hatte. Auf sozialer Ebene war es bereichernd. Ich habe sehr spannende Menschen getroffen. Viele der Menschen, die man dort trifft, sind wirklich sehr selbstbewusst im eigentlichen Wortsinne. Also sie haben ein großes Bewusstsein für sich selbst. Das ist natürlich kein Zufall. Dieses Bewusstsein ist ein Nährboden dafür, dass man damit spielen kann, dass man schauspielen kann. Ich möchte euch von ganzem Herzen dazu ermuntern, diesen Schritt zu wagen. Ich habe dort gelernt, viele Dinge noch ein bisschen lockerer zu nehmen und mich sehr ehrlich wahrzunehmen und dadurch auch ehrlich zu präsentieren. Also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, Vorsprechen zu gehen und zum Beispiel finanziell die Möglichkeit dazu habt, dann macht es. Jetzt noch mein kleines persönliches Update. Was ist eigentlich aus mir geworden seitdem? Ich glaube, an 5 Schulen insgesamt vorgesprochen. Und an den meisten Schulen habe ich sehr ähnliches Feedback bekommen. Und es ging immer so ein bisschen in die Richtung, dass man mir einfach anmerkt, dass ich noch nicht so viel Schauspielerfahrung habe. Ich habe das eigentlich immer als sehr ermutigend aufgenommen. An 2 Schulen wurde mir auch explizit gesagt, dass sie sich freuen würden, wenn ich nach 1-2 Jahren nochmal wiederkäme und dazwischen ein bisschen Erfahrung einfach noch sammeln würde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das was ist, was jedem gesagt wird. Es kann auch sein, dass es ein Flop war. Mir kam es aber nicht so vor. Also ich glaube, das war in Ordnung. Es war auf jeden Fall immer so, dass ich hinterher trotzdem stolz auf mich war und mir vorgenommen habe, einfach ein bisschen mehr Theater zu spielen, ein bisschen mehr Erfahrung zu sammeln
und es dann nochmal zu versuchen. In dem Sinne bin ich dann zurück nach Bamberg gegangen und habe mein Psychologiestudium wieder aufgenommen und hatte den Plan, jetzt meinen Bachelor zu machen, in der Zwischenzeit hobbymäßig Theater zu spielen und zum Ende des Bachelors in mich hineinzuspüren, ob ich immer noch gern Schauspielerin werden möchte und wenn ja, es nochmal zu versuchen. Das ist auch immer noch mein aktueller Plan. Als ich wieder angefangen habe, Psychologie zu studieren, hat es sehr viel mehr Spaß gemacht als zu Beginn. Inzwischen studiere ich das wirklich richtig gerne. Ich liebe mein Studium. Ich finde vieles ganz, ganz faszinierend. Ich bin richtig froh, dass ich gerade Psychologie studieren kann. Es kann mehrere Gründe haben. Zum einen, die Uni ist wieder in Präsenz. Es ist einfach anders als online. Die Inhalte werden natürlich im Laufe des Studiums auch spezifischer und für viele Leute interessanter. Und ich habe es probiert. Und das gibt sehr viel Erleichterung. Ich habe das Gefühl, dass ich mich jetzt sehr, sehr viel offener nochmal mit meiner Zukunftsplanung beschäftigen kann, weil ich kein schlechtes Gewissen mit mir herumtragen muss, dass ich nicht zumindest probiert habe, das umzusetzen, was ich gern wollte. Jetzt studiere ich also gerade Psychologie. Es läuft sehr gut. Ich habe vor 2 Wochen meine allererste eigene Studie durchgeführt. Es ging um Bewältigungsstrategien von Liebeskummer und es ist sehr, sehr spannend. Ich werte in der nächsten Woche die Ergebnisse statistisch aus und ich bin extrem neugierig und freue mich riesig. Das war sehr cool. Ich hatte aber zum Beispiel in der Zwischenzeit auch schon ein Seminar zum Thema Theatertherapie und da ging es darum, wie theaterpädagogische Methoden auch in der Psychotherapie eingesetzt werden können, um beispielsweise die Empathiefähigkeit zu schulen, Situationen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und das Selbstvertrauen zu fördern. Und das habe ich ja auch jetzt schon mehrfach gesagt, dass ich glaube, dass das Theater dafür prädestiniert ist. Jetzt studiere ich also Psychologie erstmal weiter, aber das Theater ist mir in keinster Weise verloren gegangen. Ich habe weiter in mehreren Theatergruppen gespielt und inzwischen an einem kleinen Bamberger Theater auch einen Job als Schauspielerin bekommen und stehe dort jetzt an den meisten Wochenenden auf der Bühne. Das ist sehr toll. Ich bin sehr glücklich darüber. Es macht sehr viel Spaß. Es ist offen, was ich nach dem Bachelor mache. Ich halte einen erneuten Versuch des Vorsprechens an Schauspielhochschulen für genauso wahrscheinlich wie den Fall, dass ich es nicht nochmal probiere. Ich kann es wirklich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, aber ich kann sagen, dass ich sehr glücklich damit bin, dass ich es probiert habe und auch, dass ich glaube, dass ich diesen Job im Theater ohne die vorangegangenen Schauspielerfahrungen zum Beispiel bei den Vorsprechen nicht bekommen hätte. Allen, die mit dem Gedanken an ein Vorsprechen spielen, würde ich so viel Theater und körperliche Arbeit, auch Tanz, Yoga, wie möglich empfehlen. Ich habe zu Beginn der Beschäftigung mit diesem Thema gedacht, dass zum Beispiel mein Psychologiestudium vielleicht auch helfen könnte, weil ich viel über die menschliche Psyche weiß. Es hat nichts gebracht. Die Verkörperung, dieses intensive in sich hineinspüren, war alles. Diese Intuition im Sinne von Johannes Hepp, das Vertrauen in die eigenen körperlichen Impulse. Das ist es, aus meiner bescheidenen Perspektive heraus, was uns auf der Bühne glaubhaft macht und Spaß haben lässt. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe sehr, ich konnte einige Fragen beantworten und euch dazu ermuntern, es zu versuchen. Das war mir wirklich ein großes Anliegen. Falls noch Fragen offen sind, könnt ihr sie gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde mich bemühen, auf alles einzugehen. Falls ihr selbst Erfahrungen habt, könnt ihr sie auch total gern teilen. Das fände ich sehr spannend, davon zu lesen. Jetzt wünsche ich euch natürlich noch einen inspirierenden Tag, eine erfolgreiche Woche und ganz viel Intuition. Bleibt neugierig. Adieu.